Telk, Deutsch B1 plus Beruf. Übungstest 1. Hörverstehen Teil 1. Sie hören die Aussagen von 5 Personen. Sie hören die Aussagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig, plus oder falsch, minus sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 41 bis 45 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Meine Damen und Herren, willkommen zur Sendung Beruf heute. Hören Sie zu Beginn eine kurze Umfrage. Wir haben einige Mitarbeiter einer großen Firma gefragt, was sie über ihre Arbeit denken. Nummer 41. Erike Schnittger, Facharbeiterin. Früher fand ich meine Arbeit langweiliger als heute. Ich habe immer nur einen Schalter aus wenigen Teilen zusammengebaut. Ich wusste nicht mal, wozu der Schalter eigentlich gehört, wozu er dient. Den fertigen Schalter habe ich aufs Band gelegt und meine Kollegin hat ihn dann weiterverarbeitet. An diesem Arbeitsplatz hier habe ich alle Baugruppen für ein komplettes Gerät. Das baue ich selbstständig zusammen. Dann prüfe ich die einwandfreie Funktion und wenn es Fehler gibt, dann behebe ich die. Das ist viel abwechslungsreicher. Nummer 42. Thilo Mandelbaum, Chemikant. Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren als Chemikant. Immer in Schichtarbeit. Klar, das ist nicht immer einfach. Ich musste mich erst daran gewöhnen. Besonders in der Freizeit ist das problematisch. Wenn die Freunde zum Sport oder in die Disco gehen, muss ich eben manchmal zur Schicht. Das ist ein ganz anderer Rhythmus. Aber es gibt auch Vorteile. Erstens verdient man bei Schichtarbeit mehr Geld. Und zweitens hat man Freizeitblöcke von mehreren Tagen. Das ist dann wie Kurzurlaub. Nummer 43. Uwe Klöber, Lagerist. Unsere Abteilung ist vor kurzem umgebaut worden. Einige Kollegen sind in andere Abteilungen versetzt worden. Andere sind in den Ruhestand gegangen. Aber neue Kräfte sind nicht eingestellt worden. Aber die Arbeit ist nicht weniger geworden, eher mehr. Das bedeutet Stress, Hektik, auch mehr Krankmeldungen, die natürlich die Arbeitslast für die anderen vergrößern. Die Qualität der Arbeit wird dadurch auch nicht besser. Ein Teufelskreis. Nummer 44. Claudia Altmann, Sekretärin. Mir macht die Arbeit hier im Sekretariat im Großen und Ganzen recht viel Spaß. Vor allen Dingen, weil das ein mittelgroßer Betrieb ist.
Da fällt sehr vielfältige Arbeit an, nicht wie in einem sehr großen Unternehmen, wo viele Mitarbeiter jeweils ihren kleinen Aufgabenbereich bearbeiten. Ich schreibe Angebote, spreche mit Kunden, kontrolliere Rechnungen. Oder ich muss auch mal im Lager nach dem Rechten sehen, wenn da eine große Lieferung vorbereitet werden muss. Nummer 45. Heiko Plessen, Mechatroniker. Ich habe viel in meine Fortbildung investiert, weil ich dachte, dass ich so eine anspruchsvolle Stelle mit interessanten Tätigkeiten bekomme. Aber das habe ich eigentlich nicht erreicht. Ich überwache hier eine vollautomatische Fertigungslinie. Viel passiert da nicht. Die Arbeit ist monoton und wenig befriedigend. Ich suche nach einer Chance, meine Fähigkeiten und Interessen in einem anderen Unternehmen einzusetzen. Dafür würde ich auch in eine andere Stadt umziehen. Ende des Tests Hörverstehen, Teil 1. Hörverstehen, Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören das Gespräch zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig, plus oder falsch, minus sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 46 bis 55 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Oh, Herr Vargas, Entschuldigung, Sie mussten warten. Das macht nichts, Frau Mandrella. Kein Problem. Ich wollte gerade aus dem Büro gehen. Da kommt ein Anruf aus Mexiko. Von Firma Teodosio. Also nochmal, Entschuldigung für die kleine Verspätung. Kein Problem. Ich hatte zu tun. Ich habe nochmal den Auftrag durchgelesen. Vielen Dank übrigens für die gute Vorinformation. Ich meine, die Sache ist klar. Gut, dann können wir ja anfangen. Herr Vargas, am besten bleiben wir hier auf dem Flur am Stehtisch. Da stören uns keine Anrufer. Wir müssen nur noch unser Handy ausschalten. Ja, also meins ist aus. Meins auch. Also, Herr Vargas, Auftrag von Firma Teodosio. Sie wissen Bescheid. 16 Stück vom Typ TX bis zum 27. Schaffen wir das? Ja, wir müssen. Ja, ich glaube, wir können auch. Aber die Sache ist nicht ganz einfach. Ja, ich habe schon gesehen, die Bestellung ist nicht ganz identisch mit den TX vom November. Aber die Unterschiede sind nicht groß, ein paar Kleinigkeiten. Wir haben ab heute, Montag, noch etwa 14 Tage Zeit. Ein bisschen mehr. Liefertermin ist der 27. Also haben wir etwas mehr als 3 Wochen. Naja, nicht ganz. Teodosio braucht die Geräte am 27.
Und wenn Theodosio sagt am 27., dann meint er am 27. Also, da versteht er keinen Spaß. Wir müssen die Lieferung also vor dem 27. auf den Weg bringen. Stimmt, da haben Sie recht. Also müssen wir 3 Tage für den Transport rechnen. Ja, und vielleicht 2 Tage Reserve. Man weiß ja nie, was so alles passieren kann. Aber etwas mehr als 2 Wochen sind es schon, glücklicherweise. Herr Vargas, und Sie sollen das Projekt übernehmen. Völlig selbstständig. Geht das? Gern, Frau Mandrella. Dann wird aber die Testserie für die Qualitätssicherung vielleicht ein paar Tage später fertig. Also, ich bin nicht sicher, aber das könnte sein. Das heißt also, Sie machen es und die Qualitätssicherung muss eventuell ein wenig warten. Richtig, so ist es. Ich bespreche das mit Herrn Richter. Ich glaube, er hat Verständnis. Nein, lassen Sie nur. Das mache ich. Gut, dann rufe ich erst mal die Leute von der Arbeitsvorbereitung zusammen. Dazu muss ich mein Handy aber doch wieder einschalten. Nein, nein, Herr Vargas. Das machen wir mit einer Besprechungsanfrage im elektronischen Terminkalender. Kommen Sie, wir sehen mal nach und tragen auch gleich unseren Termin ein. Dann geht er per Mail gleich an alle Kollegen. Das ist praktischer als das Handy. Und wenn einer nicht kann? Wenn er nichts eingetragen hat, muss er können. Das haben wir im Team so vereinbart. Wenn er aber doch nicht kann, dann wird es teuer für ihn. Dann muss er 5 Euro in unsere Kasse einzahlen. Damit finanzieren wir immer unser Grillfest im Mai. Aber Sie glauben nicht, wie Leute aufpassen. Das letzte Mal hatten wir ganze 10 Euro in der Kasse. Aber das Grillfest haben wir trotzdem gemacht. Also, hoffentlich kommt ein wenig Geld in die Kasse. Ich setze mich aber heute noch mit unserer Spedition in Verbindung. Interlog macht ja unsere internationalen Transporte. Da reserviere ich also Frachtraum für Freitag, den 22. Dann haben wir das Wochenende vor uns und den 25., 26. und 27. Also, da kann nichts schiefgehen. Hören Sie nun das Gespräch zum 2. Mal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Oh, Herr Vargas, Entschuldigung, Sie mussten warten. Das macht nichts, Frau Mandrella. Kein Problem. Ich wollte gerade aus dem Büro gehen. Da kommt ein Anruf aus Mexiko von Firma Theodosio. Also nochmal, Entschuldigung für die kleine Verspätung. Kein Problem. Ich hatte zu tun. Ich habe noch mal den Auftrag durchgelesen. Vielen Dank übrigens für die gute Vorinformation. Ich meine, die Sache ist klar. Gut, dann können wir ja anfangen. Herr Vargas, am besten bleiben wir hier auf dem Flur am Stehtisch. Da stören uns keine Anrufer. Wir müssen nur noch unser Handy ausschalten. Ja, also meins ist aus. Meins auch. Also, Herr Vargas, Auftrag von Firma Theodosio. Sie wissen Bescheid. 16 Stück vom Typ TX bis zum 27. Schaffen wir das? Ja, wir müssen. Ja, ich glaube, wir können auch. Aber die Sache ist nicht ganz einfach. Ja, ich habe schon gesehen, die Bestellung ist nicht ganz identisch mit den TX vom November. Aber die Unterschiede sind nicht groß. Ein paar Kleinigkeiten. Wir haben ab heute, Montag, noch etwa 14 Tage Zeit. Ein bisschen mehr. Liefertermin ist der 27. Also haben wir etwas mehr als 3 Wochen. Naja, nicht ganz. Theodosio braucht die Geräte am 27. Und wenn Theodosio sagt am 27., dann meint er am 27. Also, da versteht er keinen Spaß.
Wir müssen die Lieferung also vor dem 27. auf den Weg bringen. Stimmt, da haben Sie recht. Also müssen wir 3 Tage für den Transport rechnen. Ja, und vielleicht 2 Tage Reserve. Man weiß ja nie, was so alles passieren kann. Aber etwas mehr als 2 Wochen sind es schon, glücklicherweise. Herr Vargas, und Sie sollen das Projekt übernehmen. Völlig selbstständig. Geht das? Gern, Frau Mandrella. Dann wird aber die Testserie für die Qualitätssicherung vielleicht ein paar Tage später fertig. Also, ich bin nicht sicher, aber das könnte sein. Das heißt also, Sie machen es und die Qualitätssicherung muss eventuell ein wenig warten. Richtig, so ist es. Ich bespreche das mit Herrn Richter. Ich glaube, er hat Verständnis. Nein, lassen Sie nur. Das mache ich. Gut, dann rufe ich erst mal die Leute von der Arbeitsvorbereitung zusammen. Dazu muss ich mein Handy aber doch wieder einschalten. Nein, nein, Herr Vargas. Das machen wir mit einer Besprechungsanfrage im elektronischen Terminkalender. Kommen Sie, wir sehen mal nach und tragen auch gleich unseren Termin ein. Dann geht er per Mail gleich an alle Kollegen. Das ist praktischer als das Handy. Und wenn einer nicht kann? Wenn er nichts eingetragen hat, muss er können. Das haben wir im Team so vereinbart. Wenn er aber doch nicht kann, dann wird es teuer für ihn. Dann muss er 5 Euro in unsere Kasse einzahlen. Damit finanzieren wir immer unser Grillfest im Mai. Aber Sie glauben nicht, wie Leute aufpassen. Das letzte Mal hatten wir ganze 10 Euro in der Kasse. Aber das Grillfest haben wir trotzdem gemacht. Also, hoffentlich kommt ein wenig Geld in die Kasse. Ich setze mich aber heute noch mit unserer Spedition in Verbindung. Interlog macht ja unsere internationalen Transporte. Da reserviere ich also Frachtraum für Freitag, den 22. Dann haben wir das Wochenende vor uns und den 25., 26. und 27. Also, da kann nichts schiefgehen. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2. Hörverstehen Teil 3. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören die Texte 2-mal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig, plus oder falsch, minus sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 56 bis 60 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Sie rufen die Buchhaltung eines Zulieferers an. Sie haben eine Nachfrage zu einer Rechnung. Guten Tag, hier ist der telefonische Anrufbeantworter von Kurt Stiegelmeier, Buchhaltung Zeiser GmbH. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bis zum 15. Juni bin ich leider nicht am Platz. In der Zwischenzeit hilft Ihnen meine Kollegin Ines Körber gern weiter. Sie erreichen Sie unter 069 3842 durch Wahl 372. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie rufen die Buchhaltung eines Zulieferers an. Sie haben eine Nachfrage zu einer Rechnung. Guten Tag, hier ist der telefonische Anrufbeantworter von Kurt Stiegelmeier, Buchhaltung Zeiser GmbH. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bis zum 15. Juni bin ich leider nicht am Platz.
In der Zwischenzeit hilft Ihnen meine Kollegin Ines Körber gern weiter. Sie erreichen Sie unter 069 3842 durch Wahl 372. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Sie sitzen im ICE Frankfurt-Paris. Sie wollen nach Trier. Sehr geehrte Fahrgäste, unser ICE hat wegen Gleisarbeiten zurzeit leider 25 Minuten Verspätung. Unser nächster Halt ist Saarbrücken. Dort kann der planmäßige Anschlusszug nach Trier leider nicht warten. Fahrgäste, die in Saarbrücken in Richtung Trier umsteigen wollen, nehmen bitte den Regionalexpress um 15.35 Uhr. Alle anderen Anschlüsse erreichen Sie planmäßig. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sitzen im ICE Frankfurt-Paris. Sie wollen nach Trier. Sehr geehrte Fahrgäste, unser ICE hat wegen Gleisarbeiten zurzeit leider 25 Minuten Verspätung. Unser nächster Halt ist Saarbrücken. Dort kann der planmäßige Anschlusszug nach Trier leider nicht warten. Fahrgäste, die in Saarbrücken in Richtung Trier umsteigen wollen, nehmen bitte den Regionalexpress um 15.35 Uhr. Alle anderen Anschlüsse erreichen Sie planmäßig. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Sie bekommen folgenden Anruf. Hier ist Neumann, Artex GmbH. Guten Tag. Schön, dass ich Sie noch erreiche. Es geht um unseren Termin morgen. Ich kann leider nicht wie vorgesehen hier losfahren, so dass ich nicht ganz sicher bin, dass ich noch pünktlich um 9:30 bei Ihnen bin. Können wir den Beginn um eine halbe Stunde verschieben? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie bekommen folgenden Anruf. Hier ist Neumann, Artex GmbH. Guten Tag. Schön, dass ich Sie noch erreiche. Es geht um unseren Termin morgen. Ich kann leider nicht wie vorgesehen hier losfahren, so dass ich nicht ganz sicher bin, dass ich noch pünktlich um 9:30 bei Ihnen bin. Können wir den Beginn um eine halbe Stunde verschieben? Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Sie wollen eine telefonische Kontoauskunft von Ihrer Bank. Herzlich willkommen bei der DKB Bank. Wollen Sie Informationen über unsere Öffnungszeiten? Dann drücken Sie bitte die 1. Wollen Sie Kontoinformationen? Dann drücken Sie bitte die 2 und geben Sie Ihre sechsstellige Identifikationsnummer ein. Wollen Sie mit einem Mitarbeiter verbunden werden? Dann drücken Sie bitte die 3. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie wollen eine telefonische Kontoauskunft von Ihrer Bank. Herzlich willkommen bei der DKB Bank. Wollen Sie Informationen über unsere Öffnungszeiten? Dann drücken Sie bitte die 1.
Wollen Sie Kontoinformationen? Dann drücken Sie bitte die 2 und geben Sie Ihre 6-stellige Identifikationsnummer ein. Wollen Sie mit einem Mitarbeiter verbunden werden? Dann drücken Sie bitte die 3. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Sie nehmen an einer Besprechung teil. Zu Beginn macht der Leiter eine Mitteilung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass Sie alle pünktlich eingetroffen sind. Wir können also direkt beginnen. Die Tagesordnung kennen Sie ja schon. Aber ich habe hier neue Exemplare. Es gibt nämlich eine kleine Änderung, die auf der alten Tagesordnung nicht vermerkt ist. Frau Zürner ist heute verhindert. Den Vertriebsbericht besprechen wir also das nächste Mal. Unter Tagesordnungspunkt 5 kann stattdessen Herr Oberreuter einige Neuigkeiten aus der Personalabteilung berichten. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie nehmen an einer Besprechung teil. Zu Beginn macht der Leiter eine Mitteilung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass Sie alle pünktlich eingetroffen sind. Wir können also direkt beginnen. Die Tagesordnung kennen Sie ja schon. Aber ich habe hier neue Exemplare. Es gibt nämlich eine kleine Änderung, die auf der alten Tagesordnung nicht vermerkt ist. Frau Zürner ist heute verhindert. Den Vertriebsbericht besprechen wir also das nächste Mal. Unter Tagesordnungspunkt 5 kann stattdessen Herr Oberreuter einige Neuigkeiten aus der Personalabteilung berichten. Ende des Tests Hörverstehen. والآن نبدأ بالحلول.